Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Wenn heilige Menschen sind, die durch ihr Gottvertrauen und ihre Hingabe Vorbilder im Glauben sind, dann haben wir heute einen bei uns im Studio zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Klaus-Dieter John aus Curahuasi. Ich muss aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, in Lateinamerika. Wir werden gleich hören, was es Neues aus Peru gibt. Doch erzählen Sie doch zuvor den Zuschauern, wie es dazu kam. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie waren ein junger, aufstrebender Arzt, hatten vielfältig studiert, unter anderem in Mainz, Harvard und Yale, und waren dann in Berlin und haben dort an Ihrer Professur gearbeitet. Und dann hörte Ihr Chef, dass Sie ganz andere Pläne haben, und hat Sie strafversetzt auf die Intensivstation. Was war damals? Ja, ich bin nach Ecuador gereist und habe mir ein kleines Urwaldkrankenhaus angeschaut. Die suchten dort ganz dringend einen Chirurgen. Und ich komme zurück und sage, ja, meine Frau und ich werden dorthin gehen und dort jahrelang arbeiten. Professor Neuhaus in Berlin hatte gedacht, dass ich ihm ein Habil schreibe. Das hätte 5, 6 Jahre gedauert. Und als er hörte, dass ich meine Karriere praktisch wegwerfe, in Anführungszeichen, dann wurde ich bestraft. Also ich musste ein Jahr auf Intensiv, dann Nachtdienste schieben und durfte nicht mehr operieren. Das war eine echte Strafe für einen jungen Chirurgen. Wie ging es dann weiter? Ja, wir gingen nach Ecuador 1998 als Familie. Wir hatten damals 2 Kinder. Vielleicht nochmal, Sie hatten gerade erzählt, Sie waren dort im Urlaub, haben sich diese Stelle angeschaut. Aber wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, das Ärzteleben in Deutschland sein zu lassen und so weit wegzugehen? Die Idee, die reicht lange zurück, 36 Jahre mindestens. Ich traf meine Frau in der Schule, wir waren 17. Und wir haben sofort gemerkt, wir wollen beide genau das Gleiche, ein Leben lang als Ärzte in der dritten Welt arbeiten. Meine Frau als Kinderärztin, ich als Chirurg. Und mit diesem Ziel vor Augen haben wir uns das ganze Leben bewegt. Das war also keine zufällige Entwicklung, sondern das war erhofft, dass wir einmal in der dritten Welt landen. Aber natürlich wollten wir eine gute Ausbildung bekommen. Das hat sich auch so gefügt. Aber seit Ecuador-Zeiten, also seit 1998, leben wir tatsächlich in Südamerika und wahrscheinlich so, bis wir sterben. Sie waren ja dort erstmal in einem dort schon aufgebauten Missionskrankenhaus, Arzt, Chirurg, haben dort viel operiert. Aber irgendwann mal ist in Ihnen die Idee gereift, ein eigenes Missionskrankenhaus zu bauen. Nehmen Sie uns doch mal in die Entwicklung dieser Idee hinein. Also es gibt weltweit viele Missionskrankenhäuser, die durch die Bank schlecht ausgestattet sind, veraltete Gerätschaften, da liegt noch der Staub drauf, funktionieren oft nicht. Es ist mühsam für Ärzte in der dritten Welt, sich einzubringen. Sie haben eine gute Ausbildung in den USA, in Deutschland, wo auch immer. Und dann finden Sie plötzlich ein Umfeld vor, das Ihnen nicht gestattet, eine gute Medizin zu betreiben. Und so war das auch in Ecuador. Und wir sagten uns, wir wollen aber diesen armen Quechua-Indianer, den Nachfahren der Inkas, in Peru so helfen wie in Deutschland. Also wir brauchen letztendlich ein deutsches Kreiskrankenhaus da oben in den Bergen. Und sind dann dorthin später, 2003, als Familie übergesiedelt, nachdem wir 5 Jahre in Ecuador gearbeitet hatten. Schliefen da am Boden eines Lehmhauses erst einmal ein paar Wochen und haben unsere Vision bekannt gemacht ab 2004 in Deutschland und anderen Ländern. Und dieses Hightech-Krankenhaus, das uns vorschwebte, wurde Wirklichkeit. Sie waren nun dort, aber hatten weder Geld vermutlich, Sie lebten ja als Missionsärzte dort, und wollten ein riesiges Krankenhaus bauen. Wie geht man sowas an, wenn man kein Geld hat? Das stimmt. Wir kamen nach Peru mit einem Projektentwurf in der Tasche. Der sah vor, ein Krankenhaus zu bauen wie in Deutschland, richtig fein, mit 4 tollen OPs, mit einem Computertomographen. Im gesamten Bundesstaat Apurímac, dort in Südperu, gab es kein einziges Krankenhaus, das ein CT hatte. Und das war völlig klar, das geht gar nicht. Wir kamen dann nach Deutschland zurück, Anfang 2004, und haben die Geschichte erzählt, mit Bildern, PowerPoint, ja. Naja, und Deutschland machte 2004 eine schwere Zeit durch. Arbeitslosigkeit 10%, die Leute hatten Angst um ihre Jobs. Und da tauchten wir auf und wollten praktisch am Wegrand Millionen abgreifen. Es hat sich bald herausgestellt, dieses Krankenhaus würde tatsächlich 10 Millionen Dollar kosten. Und wir wollten das bauen
ohne Schulden und Kredite. Und auch die Regierung hat nichts bezahlt und auch kein Bill Gates oder Boris Becker. Aber es wurde dadurch eine Verkettung von Fügungen. Und man kann es nicht anders sagen, Gott hat totale Wunder da gewirkt. Sie haben ein Buch über diese Geschichte geschrieben, Ich habe Gott gesehen. Darin schreiben Sie, Sie waren ein halbes Jahr unterwegs in Deutschland mit Ihrer PowerPoint. Sie werden uns gleich noch ein paar Bilder zeigen, aber haben vor zig Leuten präsentiert, ich will auf den Anden dieses Krankenhaus bauen. Aber nach einem halben Jahr hatten Sie gerade 250 Spenden und waren kurz vor dem Scheitern. Es war von Anfang an unmöglich, aber nach 6 Monaten, und wir haben wirklich hart gearbeitet, meine Frau hat damals 2004 über 1000 handschriftliche Briefe geschrieben. War eigentlich klar, damals im Juni, das wird so nichts. Aber wir hatten die innere Überzeugung, die Gewissheit, Gott macht das schon. Und wir haben dann weiter gesammelt. Aber Sie strahlen gerade eine unglaubliche Zuversicht aus. Wenn wir jetzt noch mal in diese Zeit zurückbegehen, ein halbes Jahr lang. Ich habe gelesen, Sie waren von morgens bis abends unterwegs. Nachts auf der Autobahn. Nachts auf der Autobahn, kaum geschlafen, überall von diesem Krankenhaus erzählt, von der Vision. Ihre Frau hat Briefe geschrieben, aber es kam nichts. Gab es da Momente, wo Sie am Aufgeben waren? Oder das zumindest in Erwägung gezogen dass es so vielleicht nicht klappt? Es war sehr mühsam am Anfang. Und ich weiß noch, wir lagen da abends mal im Bett und da habe ich zu meiner Frau gesagt, Tina, wenn du gewusst hättest, was auf uns zukommt, hättest du es machen wollen. Und sie sagte, wenn wir die Bilder zeigen und wir zeigen die Indianerkinder da oben, dann sage ich, für die machen wir es. Also alles ist es wert. Und ich meine, die ganze Arbeit ist auch heute nicht einfach. Ich bin ja viel unterwegs, 6 Monate im Jahr irgendwo in einem Land und erzähle die Geschichte. Aber es wurde ein Bericht, ein Tatsachenbericht, den jeder im Internet nachvollziehen kann. Er kann vorbeikommen, sich das anschauen und jeder sieht ein, egal wie er weltanschaulich unterwegs ist, dass eine höhere Macht da aktiv geworden ist beim Bau und beim Betrieb des Krankenhauses. Der Bau ist das eine, da kam wirklich viel zusammen. Also wir haben bisher in diesen Jahren über 20 Millionen Dollar sammeln können. Von 180 Firmen, säkularen Firmen und 50.000 Privatpersonen. Aber der Betrieb ist etwas ganz anderes. Und unsere Patienten, die da vor dem Krankenhaus Schlange stehen, auch sogar nachts draußen manchmal schlafen. Sie haben Bilder dazu mitgebracht. Bilder habe ich dabei, ja. Die zeige ich ganz gerne. So, dann klicken wir uns vielleicht gerade mal ein. Sie es ein bisschen in die Mitte stellen. Hier haben wir das Bauschild. Das war also am 24. Mai 2005. Also man sieht hier ein abgeerntes Anisfeld, im Hintergrund Schneeberger, 5000 Anis. Anis-Tee, Anis-Schnaps. Okay. Und das war unser Glaubensbekenntnis, könnte man sagen. Ein Krankenhaus, das Gott ehren möchte, Gloria a Dios, und dem Volk Perus, den Quechuas, davon gibt es 10 Millionen in Peru, dienen möchte. Sie sagten, die Inka-Nachfahren sind Nachfahren der Inkas. Und Sie bauen da einfach auf diesem Feld ein großes Schild auf, hier wollen wir ein Krankenhaus bauen. In der Mitte von nirgendwo. Und zwar hatten wir gesagt, naja, erster Spatenstich am 24. Mai. Und wenn Gott will, wenn alles glatt läuft, Ende April 2007 Einweihung. Aber von diesem Riesenprojekt, von diesen 10 Millionen. Wie viel war zu dem Zeitpunkt? 600.000 Dollar. Ja, und wir arbeiten ohne Schulden. Also es ist so, wir beten, dass Gott uns hilft, die nächste Rechnung zu bezahlen. Ist ein Wahnsinnsfinanzierungsmodell, recht unüblich. Aber im August 2007 wurde das Krankenhaus eingeweiht. Das war die Einweihung. 4.500 Menschen, 9 Fernsehteams waren dabei. Das ist bei Ihnen auch auf dem Gelände. Im Amphitheater, das haben wir auch gebaut. Also viel los, eine lange Zeremonie. Auch die Gattin des Staatschefs war da. Und jetzt blicken wir uns mal das Gelände an. Das sind 35.000 Quadratmeter. Ein Krankenhaus mit Helikopterlandeplatz. Ah, hier vorne der Helikopterlandeplatz. Ganz genau. Ja. Hier strömt der Patienten, man wird das kaum sehen, zum Haupteingang. Solarenergie von 3 deutschen Konkurrenzfirmen. Das Amphitheater daneben. Dental- und Augenklinik kam noch neu hinzu, 2010. Und ist ein Krankenhaus geworden wie in Hamburg, wie in München. Also genauso schön, mit Hightech ausgestattet. Das Deutsche Ärzteblatt nannte dieses Spital mal ein Hightech-Krankenhaus auf 2650 Meter Höhe. Und das Besondere ist, ohne Schulden, ohne Kredite gebaut, immer Hand in den Mund gelebt und gebippert. Und weil wir so viel gebippert haben, haben auch viel gebetet. Nehmen Sie uns noch mal rein. Ein halbes Jahr nichts passiert. Wie ging es dann langsam los? Oder wie haben Sie das gemacht, dass Sie dieses Geld zusammengekriegt haben? Wir haben nicht um Geld gebetet.
nicht die Leute aufgefordert zu spenden, sondern wir haben die Geschichte erzählt vor Christen und vor Nichtchristen in Rotary-Clubs und Lion-Clubs, Unis, Schulen, überall. Die Geschichte, dass sie dieses Krankenhaus... Mit einer PowerPoint. Das heißt, das mit diesem Rechner waren sie unterwegs, haben ihre Hoffnung, Bilder gezeigt. Das sind die Pläne, das wollen wir machen. Und obwohl wir nicht die Leute bekniet haben mit Tränendrüse, haben die Leute dann doch gesagt, wir vertrauen diesem Konzept. Und dann passierte etwas ganz Tolles, da haben sich, ich sage mal, ganz bewusst Wunder eingestellt. Und das fanden alle Christen spannend, katholisch, evangelisch, und Nichtchristen fanden es noch spannender. Und da war plötzlich eine Faszination da. Und die Hospiziane ist jetzt doch ein Projekt, das ist rundgegangen durch viele Länder. Ich habe in 19 Ländern Vorträge gehalten und wir wissen, dass mindestens 50 Millionen davon was gehört haben. Im November hat die Deutsche Welle fast eine halbe Stunde weltweit ausgestrahlt in vielen Sprachen über das Krankenhaus der Hoffnung. Und das ist es, ein Krankenhaus der Hoffnung. Im doppelten Sinne, einmal medizinisch. Und die Geschichte zeigt vielen Leuten, es gibt mehr, als wir sehen können. Es muss doch ein Gott geben. Das ist auch der Titel Ihres Krankenhauses. Hoffnung in Gott, auf Quechua dann, Dios Pisuyana. Wir vertrauen auf Gott. Ja. Wir vertrauen Quechua. Auf Gott. Erzählen Sie uns vielleicht so eine der Geschichten, wie Sie an die Ausstattung dieses Krankenhauses gekommen sind. Also viele Geschichten sind in den Medien schon erwähnt worden. Ich will mal kurz vom Aufzug reden dieses Spitals. Und zwar hatten wir die Hoffnung, dass dieses Krankenhaus wächst und dass wir später unsere Kapazität nochmal verdoppeln können. Also eine Etage obendrauf. Wir brauchen einen Bettenaufzug. Und hatten hier einen leeren Schacht schon eingebaut. Aber wir hatten keinen Aufzug. Ist auch teuer. Also 50.000 Euro kostet der. Und dann muss er erstmal dann in die Anden transportiert werden. Der muss dahin, werden. Ganz genau. Und jetzt passierte Folgendes. Wir waren einmal im Winterurlaub in Eibenstock. Und ich kann Ihnen das sogar anhand einiger Bilder zeigen. Das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und wir haben uns 2 Wochen zurückgezogen als Familie. Hier sehen Sie Eibenstock im Erzgebirge. Verschneit, ganz toll. Wir hatten uns am Internet eingebucht. Im Flughafen Lima geguckt, was gibt es denn da so? Und das war unser Ferienhäuschen. Ah, ja, das ist in der Tat idyllisch. Und waren also 2 Wochen. Und am ersten Tag gehe ich ins Vorderhaus und sage der Vermieterin, Frau Schreier, ich muss eine Webseite bearbeiten, jeden Tag. Und sie fragt, was machen Sie? Ja, ich erzähle mal die Geschichte vom Krankenhaus, die aus Bisiane kriegt eine Privatvorführung bei ihrem Büro. Die 2 Wochen sind um und wir wollen bezahlen, diesen Winterurlaub. Und da sagt Familie Schreier, von Ihnen nehmen wir kein Geld, wir sponsern Ihren Winterurlaub. Höchst anständig. Werden sogar eingeladen zum Abendessen, Herr Schreier, Frau Schreier. Und im Gespräch abends ganz gemütlich bei Spaghetti, da sagt Herr Schreier, früher war ich in der Fahrstuhlbranche tätig. Und da schieße ich raus, Fahrstuhl ist genau das, was uns noch fehlt am Krankenhaus. Und ein paar Monate später kommt eine E-Mail von Herrn Schreier, Herr John, Sie müssen unbedingt zur weltgrößten Fahrstuhlmesse kommen nach Augsburg. Alle 2 Jahre, hunderte von Ausstellern. Wir haben uns getroffen, es war mein Geburtstag, 15. Oktober 2009. Also da war viel los und wir gehen mit den Flyern, mit den Faltblättern bewaffnet, Broschüren durch diese Hallen und hoffen, dass 9 Firmen bereit sind, die 9 Komponenten, die man braucht, zu spenden. Tür und was alles. Das heißt, die Aussteller fahren dahin, um ihre Aufzüge zu ganz verkaufen. Genau. Und da kommt da einer und sagt, ich hätte gerne einen, aber umsonst. Von Ihnen hätte ich gerne die Elektrik für diesen Aufzug oder das Gehäuse oder die Seile, der Motor. Das teuerste, der Motor. Und da sind wir in einer dieser vielen Hallen bei Ziel Abbeck, mittelständig. Und der Chef ist gar nicht da. Und wir sagen, wir kommen 2 wieder, lassen mal die Broschüre da. Um 2 tauchen wir auf. Und dann fängt uns ein Herr Arnold, der Prokurist, und sagt, als meine Leute sagten, das sind Peruaner gekommen, die wollen, dass wir einen Motor so bis zu 10.000 Dollar spenden, habe ich gesagt, seid ihr völlig daneben. Ich schlage die Broschüre auf und sehe genau das gleiche Krankenhaus, das mein Schwager im letzten Jahr in Peru als Tourist besucht hat. Er hat bei uns im Wohnzimmer begeistert Fotos gezeigt. Ah, wir müssen doch was machen. Es wurde abends und es hatten 9 Firmen, Familie Schneider, die Elektrik, alles zusammengelegt und Familie Schreier kam auf eigene Kosten nach Peru im Sommer 2010. Die haben diesen Bettenaufzug eingebaut, 1,6 Tonnen, 21 Leute oder Bett, was auch immer. Und die Sache wurde sogar dann veröffentlicht in einer englischen Zeitschrift, auf Deutsch, auf Spanisch und auf Englisch hier in Südamerika. Ich sage, das ist der berühmteste Aufzug, den es weweit gibt, von die Hospiziane. Also 9 Firmen aus Deutschland und Ungarn hatten da geholfen und eine Familie, selbst Esoteriker, haben ihn eingebaut. Das heißt, Sie konnten an einem Tag auf der Messe den ganzen Aufzug an einem Tag, abends war alles kostenlos bekommen.
Und ich mache das immer so mit dem Laptop. Ich klappe den auf und erzähle die Geschichte, die wir erlebt haben. Und da sage ich vor Christen und vor Nichtchristen genau das Gleiche. Ich habe gesagt, also wir wollten immer wissen, wie real Gott ist. Und die Bibel sagt dir, wir können beten, wie die Kinder, ganz naiv vertrauen. Das haben wir gemacht. Da stehen jetzt 20 Millionen Dollar gesammelt für ein Krankenhaus und für eine Dentalklinik, Augenklinik, Zahnarztklinik und für unsere Kinderarbeit jetzt eine Schule. Das sind weite Kreise gezirkelt worden, aber immer im Vertrauen auf Gott. Ich kenne wenige Menschen, die in den letzten Jahren da so beschenkt wurden, aber auch so aktiv sich drum gekümmert haben. Nun kann ich mir vorstellen, da stehen Sie vor einer großen Firma, gehen da rein, wollen den Geschäftsführer treffen, der will Ihnen eine teure Maschine verkaufen und Sie wollen sie ihm eigentlich, wollen eigentlich das Ding kostenlos. Gibt es da nicht so einen gewissen inneren Widerstand? Du kannst doch da jetzt nicht einfach reingehen und kostenlos das ganze Zeug erfragen. Ich erlebe es ja manchmal auch bei mir, bei Bibel TV, wenn ich um Unterstützung bitte. Das ist ja schon auch gerade vielleicht für uns Deutsche, wenn wir da fragen, hallo, können wir Geld haben? Und trotzdem haben sie das überall gemacht. Wie geht's einem da, wenn man da vor dem Firmentor steht und alles glänzt und blitzt und sie kommen da aus Peru und werden da jetzt fragen, ob sie was kostenlos haben können? Also ich bitte eigentlich in diesem Sinne nicht um Geld. Ich lande auf der Chefetage und erzähle die Geschichte als Glaubensgeschichte. Da landen Sie ja auch nicht einfach so, da fragen Sie sich durch, ja, sind hartnäckig. Das sind manchmal tolle Geschichten. Ich habe versucht zum Beispiel bei der Firma Träger, so ein Weltunternehmen, Mercedes, was Narkosegeräte angeht, mal mit den Trägers zu sprechen und kam da nicht weiter, hatte versucht, über andere Firmen den Kontakt herzustellen. Und am Ende saß ich in Wiesbaden am Laptop, habe die Nummer rausgesucht auf der Webseite, angerufen und sage der Dame, stellen Sie mich bitte durch zu Stefan Träger, zum Konzernchef, zum Inhaber. Sie haben Umsatz von 2 Milliarden Dollar im Jahr. Und da sagt mir diese Dame in der Telefonzentrale in Lübeck, der Herr Träger ist nicht da. Aber ich gebe ihm mal seine E-Mail. Und ich habe sofort einen elektronischen Brief auf den Weg gebracht, den seine Frau liest, Claudia Träger, zuständig für Wohltätigkeit. Und ich wurde eingeladen, dann habe ich denen allen das erzählt. Und am Ende hat Träger mit 300.000 Dollar 4 neue Narkosegeräte geholfen. Aber das mache ich immer so. Ich bete und suche einen Weg und ich erzähle denen genau das, was wir vorhaben und wer wir sind. Es gibt da überhaupt keine Geheimnisse. Eine Geschichte, ganz toll, es gibt eine Firma auf dem Weltmarkt, KCI, die machen Vakuumpumpen, damit die Wundheilung beschleunigt wird. Und der Firmenchef hier in Deutschland, der sagte am Telefon, ja, wenn wir helfen, dann nur um PR rauszuholen. Naja, ich bin dahin und habe ihm und dem PR-Chef seiner Firma die Sache erzählt und es geht immer am Ende, ganz wird das persönlich. Und ich erzähle, dass, wie ich Gott gesucht habe, wie ich Angst hatte vor dem Tod. Und dann sagte Herr John, ich sitze die ganze Zeit hier und habe feuchte Augen. Die haben 2 Tage später 50.000 Dollar gespendet an Materialien. Nicht wegen PR jetzt, sondern sie waren total berührt von dieser Geschichte. Und sie haben gemerkt, wir sprechen hier die Urfrage der Menschheit an. Warum bin ich da? Wo geht's hin? Und gibt es eine Hoffnung oder nicht? Darum geht es immer. Und natürlich treffe ich viele Firmenchefs, die sind keine Christen. Ich habe für die Dentalklinik in New York mal mit dem Chef von Henry Schein gesprochen. Der größte Dentalvertreiber weltweit. Frau Träger hatte das übrigens eingefädelt für mich. Und es ist da in diesem Hotel ein säkularer Jude. Er ist Jude, ich bin Deutsche. Wie viele Verwandte hat er verloren durch ein KZ? Das ist ein Jude, ich bin Christ. Und auf dem Laptop erscheint das Kreuz Christi und das leere Grab. Aber die Leute merken, dieser Jude da ist total ehrlich, versteckt sich nicht. Wir wollen Teil sein dieses Traumes. Und da kommen Spenden zusammen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber trotzdem will ich das nochmal hinterfragen. Also das ganze Buch, ich habe es letzten Samstag selber wieder gelesen, hatte an vielen Stellen, wie auch Sie eben von den Reaktionen berichten, Tränen in den Augen. Und es ist eine Wundergeschichte nach der anderen. Aber trotzdem gibt es doch sicher auch, sind Sie auch nur Menschen, erleben Momente zwischendrin, wo Sie denken, ah, was ist jetzt? Oder warum antwortet Gott nicht? Oder wo bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen? Das machen wir ständig durch. Also ich würde sagen, dass wir Monat für Monat eine Krisennachricht bekommen. So eine Hiobsnachricht, wo einem alle Haare zu Berge stehen und man hat richtig Angst. Und wir beten. Also wir beten oft aus Verzweiflung. Und haben wir hier so viele Wundergeschichten gehört, nehmen Sie doch mit uns mit rein in eine der ganz großen Krisen. Ja.
Eine ganz große Krise, die wir auch nicht veröffentlicht haben. Während der Bauphase hat eine Baufirma, Construtec, Steuern hinterzogen. Sie haben ihre Gewinne in Peru nicht versteuert. 34.000 Dollar uns geschädigt um diesen Betrag, denn als wohltätiges Werk bezahlte das Finanzamt Peru diesen Betrag immer an uns zurück. Wir haben das abgezogen von der Endabrechnung mit der Baufirma, aber wir hatten einen Vertrag unterschrieben, den Auflösungsvertrag. Und diese korrupte Baufirma Construtec hat jetzt versucht, auf dem Rechtsweg mit der Unterschrift, wir haben unterschrieben, wir bezahlen das, das Geld von uns herauszupressen. Und es kam zu einem Prozess, den haben wir verloren, weil der Richter die Sachlage überhaupt nicht durchschaut hat. Wir haben Berufung eingelegt. Jetzt ging das an den obersten Gerichtshof im Bundesstaat Apurímac und hat sich 2 Jahre hingezogen. Und plötzlich hören wir, das Urteil ist gefällt worden. Wir hatten keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Mittlerweile ging es um 50.000 Dollar, 34.000 Dollar plus die Zinsen. Und dann sagt man mir, gut, der Richter in Cordovasi sollte diesen Fall noch mal aufrollen. Also ich gehe hin und da sagt mir die Richterin, ja, wir hatten neulich eine Gerichtsverhandlung, es wurde noch mal angesetzt, aber sie war nicht da. Und ich dachte, Wahnsinn. Da sind also die Kläger, die wollen von uns Geld rausholen. Wir sind gar nicht da, um uns zu verteidigen. Jetzt gute Nacht. Und warum waren Sie nicht da? Wir waren nicht informiert worden von unserer Kontaktperson in Abancay. Ganz einfach, wir wussten es nicht. Und jetzt sagt die Richterin plötzlich, aber die andere Seite hat auch nicht ihre Anwälte geschickt. Und jetzt ist der Fall damit archiviert, aus und vorbei. Also wir hatten gewonnen am Ende. In unserer Abwesenheit hatten wir gewonnen. Aber 2 Jahre lang bibbern. 2 Jahre gebibbert und viel gebetet. Und es heißt ja in der Bibel, dass Gott es den Seinen auch im Schlaf schenkt. Wir haben geschlafen in diesem Augenblick. Wir wussten nichts. Aber Gott hat uns bewahrt. Aber die Panik steht uns oft ins Gesicht geschrieben. Viele bewegende Geschichten. Herr Dr. John, Ihr Buch heißt Ich habe Gott gesehen. Lassen Sie uns doch damit schließen, dass Sie erzählen, wie Gott aussieht, wie Sie Gott erlebt haben in all dieser entbehrungsreichen Zeit da oben in den Anden, wo so entbehrungsreich und aufregend ist, wie Sie sagten, dass Sie selbst niemand hier in Deutschland versichern wollte, weil das Risiko zu groß ist. Aber Gott ist bei Ihnen. Wie sieht er aus? Dieser Titel ist höchst merkwürdig. Ich habe Gott gesehen. Aber ich sage Ihnen auch, warum ich diesen Titel gewählt habe. Ich habe mich jahrelang im Leben mit dieser Frage abgequält, ob es eine Hoffnung gibt und ob es überhaupt Gott gibt. Ich hatte viele Freunde, die waren Atheisten, die haben nicht die Bibel gelesen, sondern Russell. Heute liest man Dawkins oder Hawkins, wie auch noch immer. Und ich hatte auch Angst vor dem Tod. Ich hatte einen Fleck auf der Haut und sagte mir, das könnte ein Melanom sein, vielleicht muss ich sterben. Und als Mediziner hat man so viele Beispiele vor Augen von jungen Leuten, die an Krebs sterben, zum Beispiel. Und da war ich mal nachts im November, es war eine kalte Nacht auf den Feldern, und habe in die Dunkelheit reingebrüllt, Gott, wo bist du? Ich will dich sehen. Das war die Frage meines Lebens. Gibt es einen erfahrbaren Gott? Und wer jetzt die Geschichte von Diospisiana hört und liest, der hat 50 Beispiele von Geschichten, die man nicht erklären kann, mit dem, was man so sieht. Und Gebetserhörungen, die passiert sind. Und da sage ich, natürlich ist Gott sichtbar geworden in dieser Geschichte. Wir haben Gott gesehen. Und was ist das für ein Gott? Nun ist ein Gott, der hört unsere Gebete und er ist da, egal ob wir ihn fühlen jetzt so direkt oder nicht. Er ist trotzdem da. Und im letzten Augenblick, wenn also wirklich die Verzweiflung ganz oben ist, dann greift er ein und hilft. Wenn wir ihn ehren wollen, wenn wir in seinem Namen unterwegs sind, das sind wir, dann lässt er uns echt nicht hängen. Und wissen Sie, Jesus hat ja mal gesagt, wenn ihr einen Glauben habt wie einen gewaltigen Berg, dann könnt ihr zu jedem Senfkorn sagen, heb dich jetzt ins Meer. Das hat er gar nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn du einen Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du dem Berg sagen, ins Meer. Und diesen Glauben Senfkorn haben wir alle. Wenn wir ein Gebet sprechen, wenn wir die Bibel aufschlagen, mal in die Kirche gehen, haben wir bewiesen, dass wir dieses kleine Senfkorn haben. Es geht nur darum, dass wir das Vaterunser echt beten und sagen, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Meinem Leben soll dein Wille geschehen. Hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Herr Dr. John, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da ein bisschen mit reingenommen haben, uns von Gott erzählt haben und wie er bei Ihnen sichtbar wurde. Und liebe Zuschauer, vielleicht konnten Sie auch etwas in diesem Gespräch von diesem Gott erkennen, den Dr. John dort in den Anden erlebt und viele Menschen ebenso. Schön, dass Sie dabei waren bei Bibel TV, das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.